Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es die erste Folge Talk and Shoot. Das ist ein neues Format, das ich gegründet habe. Heute treffen wir zusammen den Kocho und wir stellen ihm ein paar fotografische Fragen und shooten ihn auch noch. Ja, los geht's jetzt direkt mal mit einem kleinen Intro und du wirst gleich überrascht sein, weil, ja, ich sag nur Tim Bensko, wenn Worte meine Sprache wären, du weißt gleich, was ich meine. Wenn du einen Star fotografieren dürftest, irgendeinen Star, du kannst dir alle auswählen, wer wäre es und warum? Wow, da habe ich mir wirklich gesagt noch nie Gedanken drum gemacht, aber jetzt spontan einen Star aussuchen, das wäre, glaube ich, sehr wahrscheinlich ein Fotograf. Auf jeden Fall ein Fotograf. Ich weiß nicht wieso. Spontan fällt mir jetzt ein, der Stefan Wiesner, der ist ein Fotograf. Ach cool, ja. Der krasse Landschaftsfotograf schlechthin hier in Deutschland. Anfangs sehr geprägt hat. Ja. In der Anfangszeit mit der Landschaftsfotografie, mit der Streetfotografie. Und als zweites, dich? Oh wow. Das war nicht abgesprochen, Leute. Im Falle von Porträt, das ist auch immer ganz gut. Mega, das ist so lustig. In Sachen Porträtfotografie auf jeden Fall. Ja, da habt ihr es gehört. Ein Star, Spaß. Ja, doch, bist du. Da weißt du gar nicht. Ja, ey. YouTube-Video. Heute stelle ich euch einen ganz coolen Fotografen vor, oder besser gesagt, er stellt sich euch selbst vor, nämlich... Hallo, mein Name ist Kocho, bin 29 Jahre alt, komme aus dem schönen Düsseldorf und bin hier jetzt in Berlin, um mit der guten Kay einige Interviews zu machen. Wir machen eben was ganz Cooles und vielleicht kennt der ein oder andere Kocho schon, wenn nicht, unbedingt mal auschecken. Mega coole, kreative Bilder und... Du machst das noch gar nicht so lange, habe ich gehört, ne? Genau. Also wie kamst du zur Fotografie? Also ich habe vor 2 Jahren angefangen mit der Fotografie, mit Landschaftsfotografie und Streetfotografie. Habe dann ein bisschen rum experimentiert, ganz viel. Hat mir auch soweit gefallen. Eine Freundin von mir hat mich dann irgendwann angesprochen gehabt, das war ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Mhm. Und wollte halt neue Bilder haben. Haben wir dann gedacht, okay gut, probieren wir es mal aus mit Porträtfotografie. Hat mir dann auch gefallen. Ich bin dabei geblieben. Sehr cool. Streetfotografie mache ich immer noch nebenbei, aber Porträt ist jetzt so mein Ding und das will ich auch jetzt weiterhin durchziehen. Genau, ja. Wenn du 3 Tipps hast, 3 wirklich wichtige Tipps, die du so weitergeben kannst, so Fototipps, was wären das ganz, ganz spontan für 3 Tipps? Vor allem in der Anfangsphase sehr viel experimentieren, die Kamera immer mit dabei haben, Situationen immer wieder einfangen, auch mal rausgehen in den Garten, mal einfach mal Pflanzen fotografieren, das ist immer ganz wichtig. Schauen, wie die Kamera sich halt verhält und auch mal gucken, dass man vielleicht mal mit dem Automatikmodus mal erstmal anfängt und zu schauen, was ist die Blende, was ist die Verschlusszeit und was ist ISO. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Und macht euch nicht verrückt, fangt mit irgendeiner Kamera an. Das ist nicht wichtig, welche Marke ihr habt. Das ist soweit immer das, was man halt nutzen sollte, was man halt hat.
Genau. Genau, also man sagt ja auch so, die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Das kann auch mal so ein Smartphone sein. Richtig. Und wenn man das gerade nicht zum Fotografieren benutzt, dann nutzt man es, um nachzugucken, was man noch fragen wollte. Genau. Ganz authentisch das Ganze. Und wenn man jetzt im Bereich Porträt einsteigen möchte, nehmt euch Freunde, nehmt euch Verwandte, nervt nicht so lange und einfach anfangen und fotografieren. Just do it, wie es meine Marke gesagt hat. Genau, was ich dich noch fragen wollte, wenn du nur ein Objektiv für die ganze Zukunft nutzen dürftest, welches würdest du nehmen? Was für eine Brennweite würdest du nutzen und warum? Das fände ich jetzt mal sehr, sehr spannend. Also ich habe für mich jetzt bemerkt, momentan ist es so, 50 mm ist mein Ding. Mhm. Ist das ein bisschen lustig, ich habe jetzt einen 85 mm dabei, weil ich häufig dabei bin zu experimentieren. Mhm. Auch mal aus meiner Komfortzone rauszukommen, immer auch mit dem 85er, was auch, man sagt ja immer so, Porträt, Brennweite ist zu nutzen. Das ist immer sehr wichtig. Ja. Was ist deine absolute Lieblingsjahreszeit zum Fotografieren? Die Betonung war jetzt gerade komisch. Ja, genau. Herbst. Herbst und Frühling. Ich bin so der Herbst- und Frühlingsmensch. Sommer ist für mich ja mittlerweile eher so eine Tortur. Oh wow, echt? Ja, ich mag, ja, Sommerzeit ist schon schön, vielleicht auch Spätsommer, aber so Frühlingszeit und Herbstzeit ist so das, was mich reizt. Gerade so der goldene Herbst auch meinst du zum Beispiel genau, von den Farben her? Von den Farben her und bei uns auch in Niederrhein und generell auch in Köln und Kölner Umgebung, Bonn, gibt es auch schöne Kirschblütenbäume, die kann man immer auch mal nutzen. Ja. Genau, erzähl mir mal was zu deinem schönsten fotografischen Erlebnis. Gibt es da irgendwie so ein Fotoshooting, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Oder was besonders cool war? Oder? Von den Porträtfotografien ist jeder Shooting für mich besonders. Da gibt es immer schöne Momente. Ich habe einen schönen Moment, als ich hier in Berlin war und noch nicht in der Suite-Fotografie tätig war. Da hat mich mal einen klassischen Schnappschuss gemacht, das war auf der Warschauer Straße. Sonnenuntergang sah sehr schön aus mit den ganzen Gebäuden im Hintergrund und mit dem Fernsehturm, das war sehr, sehr schön. Vielleicht können wir das ja einblenden. Ja. Dann, hier seht ihr eventuell das Foto, wenn ich jetzt wirklich... Wenn du einen Star fotografieren dürftest, irgendeinen Star, du kannst dir alle auswählen, wer wäre es und warum? Wow, da habe ich mir wirklich gesagt, noch nie Gedanken drum gemacht, aber jetzt spontan... Einen Star aussuchen, das wäre, glaube ich, sehr wahrscheinlich ein Fotograf. Auf jeden Fall ein Fotograf, ich weiß nicht wieso. Spontan fällt mir jetzt ein, der Stefan Wiesner, der ist ein Ach, Fotograf. Ach cool, ja. Der krasse Landschaftsfotograf schlechthin hier in Deutschland. Anfangs sehr geprägt hat in der Anfangszeit mit der Landschaftsfotografie, mit der Suite-Fotografie. Und als zweites, dich. Aber das war Fall, nicht abgesprochen, Leute. Im Falle von Porträt, das ist auch immer ganz gut. Mega, das ist in Sachen Porträtfotografie auf jeden Fall. Ja, da habt ihr es gehört. Ein Star, Spaß. Ja, doch, bist du. Mega. Like a star, a star, a star. Oh, she's like a star. Da weißt du gar nicht, wie ich. Okay, weiter geht's, ganz professionell. Das müssen wir trotzdem reinschneiden. Ja, machen wir. So, genau, da kommen wir auch schon zum Übergang. Wer ist denn, also hast du ein fotografisches Vorbild? Ich meine Stefan Wiesner, landschaftstechnisch, aber hast du auch vielleicht jemanden im Porträtbereich, den du irgendwie sehr, sehr cool findest? Das muss jetzt auch nicht in Deutschland sein, sondern so generell. Manny Ortiz ist amerikanischer Fotograf, der inspiriert mich immer wieder. Mit der Fotografie, mit der Porträtfotografie. Hier deutscherseits Jan Hüttemann, glaube ich, heißt er. Hütte. Ist auch ganz interessant. Genau, auf Instagram Hütte. Macht sehr interessante Bilder, auf jeden Fall. Dich, auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, ich habe dich schon längere Zeit mal beobachtet und ganz viele Tipps von dir auch übernommen. Und das finde ich auch ganz, sehr schön. Ich fühle mich geehrt. Richtig cool. Ja, und wo siehst du dich fotografisch in 10 Jahren? Das ist so die Abschlussfrage. In 10 Jahren. Wow. Da habe ich mir auch so viel noch nicht Kopf gemacht, aber ich sage immer zu mir, ich will jeden Tag ein besserer Fotograf sein und bessere Bilder machen. Mega, das ist so meine Sicht und ich möchte auch quasi, alles andere kommt von alleine. Wenn man sich verbessert und viel Energie und Zeit reinsteckt und die Leidenschaft mitbringt,
kommt das alles andere von selbst. Ja, da ist echt was Wahres dran. Sehr, sehr cool. Mega, mega cool. Ja, auf jeden Fall, checkt ihn mal aus. Wie gesagt, er macht mega coole, kreative Bilder. Und ich habe gehört, du shootest auch in einem coolen Diner. Da bin ich auch gespannt auf die Ergebnisbilder. Richtig, richtig cool. Man darf gespannt sein. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ihr dabei wart. Vergesst wirklich nicht, ihn auszuchecken. Wie gesagt, mega coole, kreative Porträts. Und ich bin immer noch mega begeistert, dass du das wirklich noch gar nicht so lange machst. Also in der Porträtfotografie. Und schon so derart krasse Ergebnisse raushauen. Genau. Also wirklich, Leute, wow, mega cool. Richtig, vielen richtig Dank. Cool. Und man muss auch sagen, wie passend er heute angezogen ist. Ich meine, hello. Das war nicht abgesprochen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Das war jetzt mega, spontan. Mega, super, richtig cool. Ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und immer schön anständig bleiben. Mega cool. Wir können mal rein. Ja, sehr gerne.